Was ist denn das Theaternetz? Also, der Werner hat es schon gesagt. Voriges Jahr hat plötzlich das Land Tirol, genauer die Kulturlandesrätin Ballförder, die tolle Idee gehabt, maximal 60.000 Euro im Jahr dem Theaterverband zur Verfügung zu stellen, um die Theatergruppen des Landes miteinander zu vernetzen. Da gilt sicher ein Dank dem Eckenhardt, der Landau in der Richtung gebohrt hat. Warum so eine Vernetzung? Eigentlich liegt es auf der Hand. Jeder von uns hat Kompetenz, hat Erfahrung, bringt tolle Sachen zu Wege. Und warum soll man die nur im kleinen Rahmen zeigen? Warum soll man nicht mit diesem unserem Wissen und unserem Können und unseren tollen Produkten irgendwo anders hingehen? Impulse geben, das andere denken, ah, lässig, aber auch Impulse nehmen. Wir haben dann die Schwerpunkte ein bisschen verlegt. Wir müssen mehr Vorarbeit leisten und dann war es ein bisschen Powerplay mit Netzarbeit, heißt auch im Netz präsentieren. Auch das möchte ich ganz nachdrücklich hinweisen. Wir haben 220 Videoclips von Tiroler Bühnen des letzten Jahres im Netz. Ja? Aktionen 2012. Wir haben also dann verschiedene Sachen gemacht. Gastspiele, das eine Gruppe vor dem Mandelstein und spielt. Das hat ganz gut funktioniert. Dann haben wir Begegnungen machen wollen und haben uns gedacht, das ist eigentlich das Ideale. Zwei Gruppen machen miteinander aus, wir fahren zu dir, ihr kommt zu uns und wir begegnen uns und dann haben wir auch Zeit, über Theater miteinander zu reden. Besser als bei Gastspielen. Austausch und Begegnungen, wie gehabt, sollen stattfinden. Heuer funktioniert es bereits. Gastspiele gibt es auch die ersten. Und dann gibt es Initiativen, die Todsünden spielen im Höfelmuseum in Kramsach noch einmal, am beiden Samstag und am beiden Sonntag. Diese 8 verschiedenen Theatergruppen aus dem Unterimtal, Oberimtal und in der Mitte Tirols. Dann kommt eine Initiative, die am Schluss meiner Präsentation der Ecke vorstellen wird. Das Theater der Nachhaltigkeit, eine ganz spannende Sache, weil da suchen wir neue Theatergruppen, die zum selben Thema arbeiten. Man kann als Theatergruppe sagen, wir wollen eigentlich nur als Spielstätte agieren. Wir würden uns freuen, wenn jemand zu uns kommt und bei uns spielt. Damit meldet man sich als Spielstätte an. www.theaterverband Tirol und www.theaternetztirol.at, das sind die Informationen für die Anmeldung. Hier kann man auf dieser Homepage sich informieren, wer bietet an, wer will was. Was wird denn gefördert, wenn man auf ein Gastspiel fährt? Produktionskosten sind von der Förderung ausgeschlossen. Allerdings, dass die Theaternetz will den Austausch ermöglichen, deshalb zahlt es Fahrtkosten, Tagesgelden. Man braucht natürlich die Rechnungen dazu, die Unterschriften der Leute, die haben teilgenommen, die haben das Geld vernünftig. Übernachtungen, dann werden die Übernachtungen zahlt in einem einfachen Hotel, wenn man mehr als 80 Kilometer fährt. Werbungskosten nach Absprache mit der Dagmar in der Tageszeitung, 3 Einschaltungen. Also, wenn man ohne große Transportkosten auskommt, ist es fein. Allerdings, Transportkosten ja. Es also, geht um mobile Produktionen in erster Linie. Ja. Und es soll auch die ganze Aktion so laufen, dass man sagt, wer ist mobil dafür? Und man bietet das an, was mobil ist. Also ansuchen und eine Kostenaufstellung. Kostenaufstellung heißt, mit wie vielen Leuten fahre ich denn, wie viel Geld brauche ich denn deshalb? Und dann braucht es am Schluss eine Abrechnung, eine relativ genaue Abrechnung mit Originalbelegen, wofür das Geld ausgeht. Ein Abschlussbericht braucht es. Was war gut, was hat nicht funktioniert, das kann ganz kurz sein, nur dass wir eine Rückmeldung haben, wie ist denn das gelaufen. Das Logo vom Theaternetz soll, wenn es irgendwelche Aussendungen gibt, oben sein. Für die Abrechnung ist die Tagung zuständig. Theater der Nachhaltigkeit, okay, erzählt. Das ist eine ganz junge Geschichte, und zwar Ausgangspunkt war, wo die Leute aus Bolling gebeten haben, da sind die Diakonen, die Bäuerinnen zusammen auf dem Bezirk, 2000 Bäuerinnen, und die wollen unbedingt irgendwas theatralisch präsentiert bekommen von 20 Minuten,
zu Themen, die die Bäuerin betrifft. Inzwischen gibt es eine Initiative der Landwirtschaftskammer hier, das heißt Theater der Nachhaltigkeit. Also unter diesem Begriff muss ich noch näher erklären. Können wir, sollen wir in diesem Jahr 7-8 Gruppen mit 20 Minuten oder 30 Minuten Stücken zustande bringen, aufgrund Interviews mit Leuten, die mit diesem Thema beschäftigt sind. Interviews mit Bäuerinnen als Grundlage. Und dazu würde es geben, hoffentlich für neue Gruppen aus neuen Bezirken, wäre das Optimale. Die treffen Sie, so ist einmal der Plan, das kann ein bisschen verschoben werden, Anfang April bereits in Innsbruck und erfahren dort etwas. Einmal sachorientiert über Nachhaltigkeit, relativ kurz, aber knapp, doch, was ist es, wo sind denn da die Probleme? Erfahren etwas drüber, wie macht man denn ein Interview? Wir erfahren etwas drüber, wie macht man denn so diese spezielle Form von Theater, wie geht man denn da dran? Gut, und dann hat der Eckler gesagt, wird man das alleine umsetzen und dann wäre es schon interessant, das auszutauschen. Aber da wollen wir eure Rückmeldungen, ob es hier Gruppen gibt, die dann da einsteigen wollen.